Was hat das Impfen mit Solidarität zu tun? Impfen ist Solidarität. Und wenn man sich anschaut, wer hat im Rahmen dieser Pandemie am meisten gelitten, das sind die sozial Schwachen, die ärmeren Menschen, die alten Menschen, vielleicht Kinder und so weiter. Die leiden am meisten. Und es ist unsere Verpflichtung, hier empathisch zu sein, solidarisch zu sein. Und ich habe einmal gesagt, dieser Impfstoff ist ein sozialer Impfstoff. Das ist nicht nur ein Impfstoff aus Solidarität heraus und ein medizinischer Impfstoff, sondern ein sozialer Impfstoff. Und es ist die Aufgabe eines jeden, so sehe ich es zumindest, da seinen Beitrag zu leisten. Wir sind soziale Menschen und wir können nur, ich habe schon gesagt, gemeinsam aus dieser Pandemie durch unser richtiges Verhalten und auch durch die Impfung herauskommen.